Minecraft, herzlich willkommen zur 30. Folge Minecraft Sky Factory. Wir haben hier nochmal alles aufgerissen und mal einen kleinen Boden eingezogen. Weshalb, seht ihr gleich. Wir fangen erstmal an, indem wir hier Redstone, Gold und Glowstone reintun, damit wir hier größere Item Energy Conduits bauen können. So, ich gerade mal. So, ne. Wollt schauen, wie viel da rauskommen. Einer. Einer nur. Dann brauchen wir doch noch. Dann nehmen wir noch zwei Gold, damit wir auf eine Dreierzahl kommen. Und zwei Redstone. So. Und dann kümmern wir uns hier rum. Ich habe mir gerade was ausgedacht. Ich hoffe mal, das funktioniert dann auch so. Karte kommt mal raus. Wenn es nämlich funktioniert, dann braucht man den. Oh. Den Storage braucht man dann gar nicht mehr. Weil ich mir gedacht habe. Den kann man auch mal wegmachen. Dann sehen wir mehr. Für den Moment. Also ich habe mir gedacht, ich pflanze hier eine Kiste hin. Aber da brauche ich keine große Kiste, fällt mir gerade ein. Da reicht eigentlich eine Iron Chest. Ich möchte halt ungern das Zeug überläuft. Machen wir mal zwei Iron Chests. So, die kommt hier hin. Dann kommt da ein Item-Conduit dran. Und das haben wir uns so nicht gedacht. Soll das jetzt gar nicht so funktionieren, wie ich wollte? Von hinten kommt der Strom, glaube ich. Von hinten kommt auch ein Item-Conduit. Ich wollte hier jetzt die Ressourcen reinleiten, die hier rauskommen. Ups. Ach man. Kaum angefangen, schon wieder hängen wir. Hier ist der Nachteil von den Fassaden, dass man was plant und dann sieht man erst, es geht doch nicht. Ach man. Okay, warte, lass mich überlegen. Wenn ich die Kiste... Quatsch. Doch, lass uns mal die Kiste dahin machen. Dann machen wir hier ein Item-Conduit dran, der alles hier reinhaut. Ja. Oh, da fällt ja viel Zeug raus. So, dann müssen wir die zwei noch abbauen. Der ist runtergefallen. Ja. Wir stellen hier mal kurz die Diamantkiste auf und hauen alles rein. Was wir hier raus haben. Crafter, das brauchen wir vielleicht noch. Das brauchen wir erstmal nicht. Dann holen wir mal die Sachen von unten. So.
sonst die spawnen die. Okay. Crafter. Der kommt dann hier dran. Und der hier wird disabled. Irgendwo müsste man noch einen Crafter haben. So, das Glowstone-Rezept nehmen wir raus. Ah, okay, so machen wir das. Redstone auch. Okay. Warum geht das nicht? Oh, es leckt ein bisschen. Insert Priorität 1. Exenhealer. Nein, Insert. Nicht klicken mit dem Bilderswand. So, warte mal, wir haben hier jetzt einen normalen Itemfilter drin. Hier kommt auch ein normaler Itemfilter rein. Aber ein Insert, verdammt. Insert Priorität 1. Gut, dann machen wir hier 2, 4, 5. Kommt der Nickel, kommt raus. Tin kommt raus und Silber. So, hier werden jetzt diese vier Dinger gemacht. Hier hauen wir Nickel rein, Silber und Nickel. Achso, die kann ich gar nicht öffnen. Haben wir keine Slabs mehr. Nicht davon, sondern davon. So, das kommt hier rein. Jetzt dann kann raus. Den dann nehmen wir auch mal mit, weil den müssen wir da noch reinmachen. Siehst du, warum hat er denn jetzt da rein? Ah, okay. Okay. Ein Leadstone, ein Kupfer, ein Iron, ein Gold. So, jetzt passt's. Hier fehlt jetzt noch Aluminium. Silber. Hier ist Aluminium. Dann müssen
nur die Produktion hier mal kurz anstellen. Hier wird mal disabled. Wir brauchen einen Aluminium-Dest. So. Was da nicht reinpasst, geht weiter. Okay, das passt. Kommen da das draußen, die sollen in Alloy-Smelter gepackt werden. Und zwar wird man da zwei machen. Kupfer, Gold Ingots, Gold Nuggets. Dann brauchen wir zwei Cauldrons. Und ein bisschen Furnace. Und zwar brauchten wir drei pro Dings da, also sechs, das passt. Und noch Eisen. So. Das Kupfer macht sie natürlich wieder rar, ist ja logisch. So, jetzt kommen hier die Alloy-Smelter hin. Die von oben befeuert werden. Was da drin landet, ist relativ. Aluminium. Okay, das passt also. Dann müssen wir mal kurz nach dem Energetic Alloy gucken. So, 40 große Kabel. Der kriegt keinen Strom und der hier auch nicht.
Nein! Ja, mein Spitzhacke am Arsch. Aber ich muss mich gerade konzentrieren, damit ich richtig aufbaue. So, die werden jetzt beide bald befeuert. Wir brauchen noch einen Energiespeicher. Warte mal, wir brauchen einen Tin Gear. Glaube ich. Okay. Dann bauen wir es halt. Warum leckt es? Bauen wir es halt ohne. Was baue ich denn? Okay. Redstone. Glas. Lead. Das kommt. Und dann brauchen wir noch einen Redstone Reception Coil. Und ein bisschen Kupfer. Habe ich gedacht. Ein Elektrum. Und Elektrum haben wir keins mehr. Verdammte Axt. Was ist denn da los? Also Silber und Eisen und Gold. Ein Gold, ein Silber. Müsste hier auch gehen. Hier. Okay, jetzt aber. Nein, jetzt habe ich Redstone weg. So, endlich. Jetzt hier hin. Der füllt sich und soll nach oben und nach links abgeben, unten nichts. Passt soweit. Okay, Energieversorgung steht wieder, hier machen wir mal aus. Ich will nicht, dass hier zu viel durchläuft.
das wird komplizierter, wie ich dachte, was ich eigentlich machen will. Muss ich mir mal eine andere Option überlegen. Der Grundgedanke bleibt bestehen. Okay, warte. Jetzt kommt hier das Zeug rein. Es wird geschmolzen. Jetzt muss ich das wieder abbauen, oder wie? Die Lecks nerven mich gerade wieder. So. Der arbeitet hier. Die befeuern da unten. Das passt. Da ist auch nur das drin, was rein soll. Der Rest bleibt hier. Es passt, Leute, es passt. So. Achso, er kann jetzt nichts raus, ist ja klar. Oh, das ist eine Heidenarbeit, das alles hier so einzustellen, dass es passt. Also hier machen wir jetzt mal noch gar nichts. Die Dolly nicht mehr dabei. Nee, habe ich weggeräumt. Hallo Leute. Glowstone rein. Zack, haben wir den Rest auch hier. Ist okay. Wenn die Lags nicht wären, wäre das ganz schön cool. Boah. Entschuldigung.
Skystorm brauchen wir noch. So, und die Sache war jetzt, glaube ich, dass es aber 9 sind. Und hier 5 Rezepte drin und hier nur eins. So, also es sind 9. Das heißt, 9 Fässer sind schon mal verbucht. Wenn wir hier noch eins hätten. Ja, ich habe da vorhin noch eine Kiste gehabt. Was brauchen wir noch? Das sieht zwar jetzt am Ende wieder schade aus. Aber was will man machen? Insert. Das passt sogar noch. Genau. So, sind gerade ein bisschen arg lange Folgen, ich weiß das schon. Aber die Technik braucht halt bei mir ein bisschen Zeit. So, wir brauchen noch 3 Fässer. Habe ich mal wieder vergessen. Glück reicht das Holz. So, und jetzt würden von da unten noch mal Items Conduits kommen. Die natürlich Insert sind. Nein, Export. Verdammt. Export ohne Redstone. Hier ist Insert. Und da wird jetzt gleich schon irgendwas losgehen, vermutlich. So, die sind alle richtig eingestellt. So, dann machen wir hier mal kurz auf. Gut. Passt schon mal. Gut, Ferrus haben wir auch. Silber und hier ist gerade nichts drin. Gut, das funktioniert. Endlich. Also wir haben eine funktionierende Ingot-Farm.
oder Produktion. Hat auch lange genug gedauert. Das bauen wir jetzt hier einfach zu. Dann kommt noch mal ein Glas davor, da auch. Und der Rest kriegt Stein vorgesetzt. Und zwar einfach so. Hier müssen wir manchmal noch aufmachen, um zu gucken, ob da irgendwas kommt. Was fehlt denn noch? Tin haben wir. Silber. Kupfer. Ferrous. Aluminium haben wir auch. Was ist das da oben? LED. Brauchen wir noch eins. Und Kupfer. Shiny wahrscheinlich. Achso, das ist ja aus. Klar, kann ja jetzt gerade nichts produziert werden. Ich vermute mal, dass das alles ist, was wir brauchen. Falls nicht, stellen wir da mal noch. Ich wollte jetzt nochmal zwei Fässer machen. Aber irgendwie ist mein Holz schon wieder alles weg. Irgendwo müsste auch noch Kartoffeln sein. Ja, yum yum. Den hauen wir hier mal jetzt mal rein. Dass es noch gebrannt wird. So, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Geht mal gar nicht. Das ist eindeutig zu lang. Pflanzen wir jetzt mal dahin. Angestellt müsste es noch richtig sein, ja. Und hier haben wir mal noch Fassaden drüber. Okay. Warum kommt da oben jetzt Redstone rein? Was soll da unten rein? Na, weil es doch nicht am weitesten entfernt ist, gell? So. So passt es, glaube ich, richtig. Hat er jetzt wirklich schon? Ah, da brennt ja immer drei. Gut, ich hoffe mal, dass ich die richtig einsortiert habe.
Platinum ankommt. Sollte das alles passen? Noch rein. Wenn die unten beschäftigt sind, dann wird das ja oben zum Glück gespeichert ein bisschen. Okay, das passt auch. Ein Lied haben wir hier leider schon durchgehauen. Können wir uns nämlich das Ganze hier sparen. Passt jetzt alles da rein. Was war das? Ingwer. Ingwer gehört da nicht hin. Oh, sehr schön. Endlich. Endlich haben wir hier eine komplette Automatisierung. Also, das machen wir jetzt noch leer und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier schon einiges an Ingots drin haben. Weil die Produktion lasse ich jetzt mal laufen, werde hier nächstes Mal noch Upgrades drauf machen, das machen wir ab und zusammen. Bis dahin, ciao Minecraft!